Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 26. Part von Dragon Age Inquisition. Ich habe jetzt ein bisschen mit dem Sound rumgespielt und ich hoffe jetzt, dass die Stimmen ein wenig lauter sind. Also sie müssten jetzt eigentlich auf jeden Fall lauter sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu leise bin. Ich hoffe nicht, dass der Sound zu laut ist. Keine Ahnung, wir werden es nach der Folge, werde ich es merken. Hinweise auf die Wächter, genau das. Dem wollte ich jetzt nachgehen. Wie komme ich denn nochmal auf die Weltkarte? Ach so. Das ist hier oben, genau. Machen wir die Quest als nächstes und ja, da können wir hier starten. Da sind dann direkt zwei beim Lager am Treibholz. Sau, meine Freunde. Wir nehmen wieder unsere Boys mit, heißt Cassandra. Das ist ein Cole, eigentlich ein Schurke, naja. Solas und der eiserne Bulle. Das sollte, jetzt habe ich alle entfernt gedrückt, ich Idiot. Cassandra. So, und bestätigen. Genau. Wunderbar, nehmen wir wieder unsere Boys mit denen wir schon eine lange, lange Zeit durch die Gegend streifen. Ich hoffe jetzt, dass der Sound halbwegs passt. Stört mich auch extrem, ne, dass die Stimmen so unnormal leise sind im Spiel. Finde ich richtig kacke. Aber nun gut, dann muss man halt ein bisschen was umstellen, ne. Und dann, nach 25 Parts kann man das ja auch mal machen, ne. Mir ist eigentlich schon richtig früh aufgefallen, aber irgendwie keine Ahnung. Ich dachte mir so, ja, vielleicht ist es nur jetzt in dem Dialog, sondern irgendwie so. In allen Dialogen sind die Stimmen irgendwie sehr, sehr leise. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass es sich ein bisschen geregelt hat, dass ihr ein bisschen was von den Stimmen versteht, ne? So. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Cassandra. Ne? Ich mag dich. Ich mag dich. Da ist mir gerade ein Löffel runtergefallen. Ich mag dich, Cassandra. Aber wenn du noch einmal in der Luft spawnst und dann runterfällst, dann gibt's so hart auf die... Dein Helm hat gerade zu spät geladen. Okay, gut. Gehen wir mal los. Also hier weiter auf Cassandra rumzuhacken, weil sie in der Luft spawnt. Elfenwurzel kann ich mitnehmen. Also, genau. Ja, das schaffen wir. Kommen wir da rüber. Okay, wir sind über dem Berg. Kommen wir da irgendwie hier hoch? Das ist zu steil. Das ist wahrscheinlich zu steil. Naja, leider kein Skyrim, wo man jede Wand hochrücken kann. Schade. Okay, dann versuchen wir mal hier außen rum zu gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Weg. Wo es nicht ganz so steil ist, wo man ein bisschen besser hochkommt. Hoffen wir, vielleicht hätte ich in die andere Richtung gehen müssen. Ich versuche es erstmal hier. Ah, guck mal, hier sieht es doch gar nicht mehr so schlecht. Ah, guck mal, hier sieht es doch gut aus. Ich meine, da ist ja auch so ein... Kann ich das Vieh nicht attackieren? Ah, guck mal, mein Viereckangriff wurde ja ausgetauscht. Das muss ich wieder ändern, ne? Das muss ich kurz ändern. Weil, guck mal, jetzt haben wir hier Inquisitor, haben wir jetzt hier. Als neue. Okay, sind alles die gleichen. Hier sehen Mal des Risses. Und Mal des Risses, eine Fähigkeit, die Fokus auf. Mal des Risses, versucht gewaltigen Schaden, kann die vernichten. Okay. Ja, aber ich möchte trotzdem lieber meinen Viereckangriff haben, meinen eigentlichen. Das war ja der. Fernschuss, genau. Kann ich den nicht mehr? Einige der männlichen Bildschirme sind zurzeit nicht verfügbar, was? Warum konnte ich den jetzt nicht? Achso, weil ich wahrscheinlich. Weil meine Fähigkeit nicht ready ist oder weil ich im Kampf bin? Moment. Ich würde mich jetzt gerne echt wieder meine Fähigkeit haben. Hier die. Im Kampf nur zuweisen, ja. Viereck. Das Mal des Risses ist bestimmt super, aber ich mag so eigentlich, ne? Ich habe keinen Platz mehr frei. Ich könnte natürlich mein Unsichtbarkeitsding. Weggeben, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das könnte ich möglicherweise weggeben, aber das hilft mir auch gern mal, wenn Gegner zu nahe kommen, von dem her hätte ich das trotzdem auch noch gern. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich es mache, weil das hört sich ja schon ganz gut an, ne, mit dem Mal des Risses und von wegen viel Schaden kann Gegner schnell vernichten, das ist ja eigentlich ganz geil, aber das mache ich jetzt schon wieder falsch. Ich komme hier niemals hoch. Da? Komm, aufs Grüne, ja, dann schaffen wir es. Ah, doch geklappt, okay. Ja, ich laufe nicht die normalen Wege, ne. Ja, mach ich. Moment. Bam. Oh, hat nicht mehr gekillt. Dann halt jetzt. Ne, weil mein Viereck, das ist so mein Hauptangriff, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ein bisschen. So, noch eine Elfenwurzel, die nehmen wir mit, denn wir haben da eine Quest für. Ah, willst du das plündern? Ja, will er. Goldamulett der Konstitution. Oh. Da ist was. Ah, okay. Ah, Tagebuch des Grauen Mächtes. Okay. Der zweite Hinweis, aber hier ist noch ein dritter.
versteckt. Da drüben. Ich möchte über die grauen Wächter rausfinden. Wir haben ja einen grauen Wächter bei uns, den Herr Blackwall. In die Richtung. Das sind Gegner. Die schalten wir kurzgeschwind aus. Kurzgeschwind, gute. Doppelgemoppelt, sagt man da hier in meiner Stadt hier. Oh Gott, der kommt ein bisschen auf mich zu. Zack. Und deshalb ist die Unsichtbarkeit so super. Wenn ich einfach sagen kann, nö, verpiss dich bitte wieder. Sind beide tot? Da sind aber noch mehr. Egal, ich... Ah, da. Wieder das Tagebuch. Okay. Hier ist noch was. Irgendwas Verstecktes. Glashalla. Gold, Gürtel der Nahkampfverteidigung. Ah, willst du nicht? Okay, er will nicht rausspringen. Ah, da, die Flasche, okay. Muss doch wieder rein. Ah doch, nee, kann ich auch von hier nehmen. Grauschnaps, okay. Achso, Flaschen an der Wand. Ah, das ist eine Quest, okay. Wir haben auch ein bisschen was. Ein bisschen Baumwolle kann man ja immer brauchen, ne? Ah, ja, damit. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal reisen. Und zwar, ja, hier hin. Weil ich möchte so weit laufen, ne? So bin ich ja eher ein Schnellreiseboy. Hier auf Reise bin ich da. So, wunderbar. Ah ja, hier haben wir gegen den Riesen gefightet, ne? Oder was? Hier? Sieht ein bisschen so, sieht so aus, ja? Ich glaube, hier haben wir gegen den Riesen damals gefightet. Ist ja auch schon ewig her. Dann suchen wir nach dem letzten Hinweis auf die Wächter. Ich weiß nicht, ich denke einfach mal, dass da noch irgendeine Anschlussquest kommt. Vielleicht kann man die ja finden oder so. Irgendwie, dass die mit einem helfen oder so, dass sie sagen, hey, Alter, du hast uns gefunden, du bist krass. Das sind unsere Hinweise. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Schnitzeljagd. Vielleicht ist es einfach nur eine kleine Schnitzeljagd, die wir hier machen. Die grauen Wächter eben... Oh, da hätte ich ein bisschen was nehmen können. Da oben waren nicht ein bisschen ein paar Pflanzen. Schlangenstein. Hm, schick ich mir mit. Schlangenstein. Okay, ich weiß nicht, ob ich den für irgendwas brauche. Ich brauche hier Blutlotus, Elfmuskel, Spindelkraut und dann noch eine Holzschlagposition. Okay, die Holzschlagposition, da gab es doch... Da gab es ja die Fähigkeit. Oh Gott. Ja, das waren Schurke. Bei denen müssen wir aufpassen. Die können übelst Damage machen. So, du kriegst noch einen explosiven Schuss ab, Junge. Und dann war es auch schon mit dir, Junge. Da drüben sind noch welche. Egal, ich plündere die erstmal. Ja, macht ihr das mal, ne? Ihr seid ja krass. Ihr könnt es ja, ihr könnt es ja. Bam, der hat nicht gesessen. Weil sie schon tot sind. Egal, ich schieß nochmal drauf, Alter. Ich bin krass. Elfenwurzel, okay. Die Holzschlagposition müssen wir halt noch irgendwie finden. Hier können wir auch noch finden Materialien für den Hof. Steinbrüche. Oh, Steinbrüche, Alter, gibt's auch noch. Ja, da gibt's ja diese Fähigkeit. Ne? Die wieder aus. Wenn wir genug Ding haben. Ansehen? Ansehen? Hieß es Ansehen? Ich weiß jetzt nicht gerade den genauen Namen, nicht davon. Auf jeden Fall nicht Macht, sondern das andere. Wir kommen hier hoch, oder? Ja, wir kommen schon hier hoch irgendwie. Irgendwie kommen. Was ist das hier oben? Ist das ein Lager oder was? Was soll das darstellen? Ich finde es schön, dieses Wetter hier ist schön. Okay, ne, sind einfach nur zwei komische. Okay. Ich gehe mal hier weiter. Den Weg. Anlagestelle der Abtrünnigen. Ah, okay, doch, also eine Art Lager. Okay, dann starten wir den mal einen Besuch ab. Oben haben wir auch schon Gegner gesehen. Na, komm mal rüber. So. Hier war doch gerade schon ein Gegner, oder nicht? Na, kein Gegner hier? Ich meine, Anlagestelle für Abtrünnige heißt ja nicht so viel wie, dass hier mal Boys unterwegs sind, oder? Ja, da links ist einer. Da ist ein Lagerfeuer. Okay, so ein Lied, ein schönes. Da war noch ein bisschen was. Elfenwurzel. Ja, ich muss die, wie gesagt, ich muss die mitnehmen. Für die ganzen Quests. Für die ganzen Sammelquests. Und dann müssen wir halt echt die Fähigkeit irgendwann mal demnächst machen. Sommerstein habe ich auch noch nicht gehört, okay. Das ist ein neues Material, hat man bis jetzt noch nicht. Hat nicht gesessen, warum auch immer. Bam. Bam. Vergiften. Aufpassen, das ist ein Bogenschütze, der kann mich natürlich gut treffen. Jetzt ist er aber reingesprintet. Der kleine Schlawiner hier denkt, der könnte irgendwas machen gegen mich, aber nichts. Schön, 200 Schaden, so gefällt mir das. Auch plündern. Ja. Mitten im Kampf, Leute. Mitten im Kampf. Gönne ich mir das Gewebe. Irgendein Hai-Eber-Gewebe oder so. Komm, stirb. Was ist das für ein Geräusch? Hör bitte auf damit. Mach das Geräusch bitte nie wieder, Gegner. Das war echt nicht schön. Schau mir dieses Gewebe.
Okay, so, jetzt sind die zwei weg. Das heißt, jetzt können wir nach den Hinweisen suchen. Auch von den Wächtern. Da ist so ein Zeichen da rechts. Da ist eine Sehenswürdigkeit, okay. Wir müssen da rechts auch lang. Und irgendwie über die Steine hinweg irgendwie. Ah? Nee, okay. Vielleicht ein Stückchen außen rumlaufen. Na komm schon. Lass mich jetzt nicht so weit außen rumlaufen. Oh Gott, das sieht er schon wieder. War das hier nicht immer hier nicht das. Nee, das war nicht das mit dem Drachen hier. Das war aber auf den in den Hochlanden. In den Tiefland. Hochland. Ach, keine Ahnung. In unserem Anfangsgebiet halt. Hier möchte ich auch noch mal einen Besuch abstatten, wenn wir ein bisschen stärker sind. Auf jeden Fall. Den möchte ich auf jeden Fall noch irgendwann einen Besuch abstatten. Weil ich meine, der hat uns damals einfach zusammengefickt. Und das kann ich eigentlich auf mir sitzen lassen, Leute. Hier vielleicht irgendwie hoch. Ach Mann, immer muss man. Weg da, Cassandra. Ich versuche gerade einen Weg nach oben zu finden. Lauf mal hier lang, hier sieht es nämlich besser aus. Noch eine Elfenwurzel, sehr schön. So, hier lang. Ja, guck mal, sieht doch gut aus. Sommerstein, den brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Okay, ich möchte mich in einen grünen Garten haben. Ein grünerer Garten. Möchte ich haben. Ich glaube, da kann man. Ich glaube, das habe, davon habe ich schon irgendwas mitbekommen. Da kann man dann Pflanzen ernten oder so, soweit ich weiß, in dem Garten. Der ist dann in der Himmelsfeste. Soweit ich weiß, wie gesagt, das nimmt mir jetzt mein Wort nicht als bare Münze. Wettet da nicht drauf. Oh. Hallo. Okay, so das Feuervieh, Alter. Das könnte uns. Ist hier ein Riss? Oder. Sind die einfach nur am Chillen? Hä? Boah, hatte ich. Was war das? War das. Hatte einer irgendwie eine Zeitfähigkeit oder hat es gerade geleckt? Das ist geruckelt. Der hält richtig gut aus, ne? Der hält richtig viel aus. Oh, das ist. Oh, da müssen wir aufpassen vor. Brennen ist nicht so geil, oh. Ah, schon wieder! Das ist der da oben. Schieß den mal runter. Der ist gleich tot. Ah, ich habe keinen Regenerationstrank. Dann gönn dir mal einen. Ach, kann ich gerade nicht, weil ich gerade am Schießen bin. Egal, schieß den erstmal weg. Ich glaube, er ist tot. Schieß deinen Pfeil weg. Und dann gönn dir einen Heiltrank. Okay, ich muss meinen Regenerationstrank immer wieder auffüllen. So, der müsste das Feuervieh müsste jetzt auch gleich down sein. Ja. Ah, ne, war nicht das Feuervieh, irgendein anderes. Aber egal, es müsste auf jeden Fall auch gleich down sein. Zack. Und vergiften. Hätte ich vielleicht davor machen sollen. Oh, ein Köter. Verschwinde hier. Verschwinde! Leave me alone. Okay, das Feuervieh ist tot. Und dieser Köter dürfte auch. Ja, der hält nichts aus. Der hält nichts aus. Hier sind auf jeden Fall noch mehr Gegner. Da drüben sind noch welche. Egal, ich plündere jetzt erstmal das Feuervieh da. Essenzfiole. Und beanspruche hier das Gebiet für mich. Meins. Jetzt können die Gegner gar nicht mehr kommen, weil das ist jetzt mein Gebiet, ja? Ich habe das jetzt hier für mich beansprucht. Die können jetzt hier gar nichts mehr machen. Die haben jetzt einfach zu. Die haben einfach. Die müssen jetzt despawnen. Sonst bin ich mich echt pisst. Sonst bringt es ja gar nichts, wenn ich das hier beanspruche. Was ist das? Aber das Zeichen da habe ich immer noch nicht verstanden. Was das gerade vor uns ist. Ein Astrarium. Ah. Was bist du denn? Ich habe davon schon mal was gehört. Na, dann mach mal. Geh mal ran. Geh ran. Hä? Astrarium. Astrarien erlauben es dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbilds nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst, ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen. Okay, was? Moment, darf ich also. Wenn ich jetzt so mache, kann ich dann aber auch von hier. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen. What the fuck? Ist da ein Strich dazwischen? Ich sehe es nicht gescheit. Oh Gott. Das kann ja was werden. Das ist gar nicht so einfach. Es ist richtig schwer. Das ist gar echt nicht so einfach. Weil ich muss jetzt eigentlich, muss ich von da hoch. Ach, ich habe glaube ich schon verkackt, ne? Ey klar, ich komme jetzt hier noch runter. Kann ich auch von hier darüber theoretisch? Oder irgendwie, warte mal, von da müssen. Nee. Ich glaube, ich habe verkackt. Ja, ich habe verkackt. Oh nee, sowas ist ja gar nicht mein Style of Life. Vielleicht sollten wir einfach mal so rüber anfangen.
Nee, das ist Blödsinn. Jetzt muss ich wieder runter, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Aber so, okay, man kann ich theoretisch. Ich muss kurz ausprobieren. So kann ich theoretisch über die ganzen Dinge. Kann ich, okay. Aber nee, sowas blöd, das war blöd, okay. Aber die zwei sind ja auch verbunden. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Das hat doch gerade gut funktioniert, weil das ist wieder falsch. Gerade eben hat das, der Anfang hat doch funktioniert. Oh Gott, das ist ja. Oh, vielleicht sollte ich auch vielleicht mal von. Vielleicht fange ich von oben an, vielleicht ist es sinnvoller. Von oben anzufangen. Allein das hier, guck mal, ich muss ja hier ein Dreieck bilden. Hä? Das kann ich ja nicht mehr hier weg. Also ich mache so und das ist ja wieder falsch. Oh Junge, das ist ja gar nicht mein Stil. Ich hier anfangen? Ja, so, okay. So klappt es, okay. Okay, nach links und nach rechts sitzt wohl ein Dreieck. Kann ich jetzt einfach so machen? Das hier rüber. Das dahin, dahin. Das muss ja auch noch wieder darüber. Das stimmt bis jetzt, hoffe ich mal. Ich erkenne es auch nicht ganz genau, wo überall Striche sind. Das ist jetzt ein Drachen, oder? Da als Ding. Na guck mal, da wird eins gar nicht benutzt hier. Oder? Ach, diese... Och, Leute! So das könnt ihr mir doch nicht antun! Moment, mach ich mal jetzt mal so. Und hier rüber. Guck mal, da werden zwei nicht benutzt. Die zwei werden gar nicht benutzt, ne? Oder? Ich glaube, ich habe verkackt. Ja, ich glaube, wobei, ich kann es hier nach oben. Aber ich muss nochmal hier rüber. Ich darf die gleiche Linie nicht mehr ziehen, also da kann ich mehr zurück. Also klar, das könnte ich jetzt machen. So, aber ich muss ja hier auch wieder, also ich muss zwischen den zwei eine Verbindung herstellen. Ich mache es einfach mal trotzdem weiter, einfach nur so ein bisschen zu gucken, was geht. Oh Gott, das ist echt nicht so mein Style. Sowas ist überhaupt nicht mein Style. Okay, nee, wir fangen nochmal. Okay, okay, okay. Aber der Anfang hat auf jeden Fall gestimmt, glaube ich zumindest. Oh yo, Alter, was ist das denn für ein abgefucktes Schissel? So. Jetzt hier rüber. Zack, zack. Okay, soweit sind wir schon mal. Wie machen wir denn das? Also die zwei sind ja scheißegal anscheinend. Die sind ja Wurst. Die sind da nicht vorhanden in unserem Bild. Ich bin sowas halt auch echt scheiße. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich kann jetzt, wenn ich es so mache, dass ich hier, dann hier rüber direkt. Hätte ich die Verbindung schon mal, dann könnte ich hier. Nee, würde auch nicht funktionieren, weil ich muss dann von hier auf jeden Fall. Wobei doch. Ich muss ja, wenn ich von hier hoch gar nicht. Ja, Moment mal, so dürfte es funktionieren, oder? Das muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren. Wenn ich so mache. Dann. Hier. Nee, scheiße. Fuck. Fuck, nee, stimmt. Ah, fuck. Wenn ich jetzt von hier mache, ist es falsch. Ja. Okay. Okay, das ist. Oh, cool. Sitzt man den ganzen Part an dem Scheiß hier. Ist ja genau mein Style of Life. Kennt man ja. Nee, das ist echt. Boah, das ist echt sowas, was ich gar nicht kann. So. Jetzt hier. Das hier ist eine knifflige Stelle, meine Freunde. Wenn ich jetzt so. Also direkt drüber darf ich nicht. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich dann runtergehe, dann hier. Oh, dann muss ich von hier. Kann ich ja dann nirgendwo mehr hin. Wenn ich es jetzt so mache, dass ich darüber gehe direkt, dann hier, dann. Hier hoch. Oh, ja, so dürfte es funktionieren. Nein, euch will ich nicht. Hier hoch, hier nach rechts. Hier weiter. Ja, ja. Nee, stimmt doch irgendwas nicht. Ah doch, guck mal, ach doch, die... Ach, die zwei müssen auch... Oh, stimmt ja, die habe ich jetzt voll vergessen, Alter. Ja. Das ist... Genau mein Style of Life, meine Freunde. Okay, so. Das. Ich hoffe, dass es einfach stimmt, aber das sieht recht richtig aus. Aber das ist echt nicht so geil. Zack, zack, zack.
Ja, und von hier muss ich dann da. Dann könnte ich zwar hier, aber dann bin ich wieder... Nee, das ist blöd. Da, also, ich, das ist die Frage, darf ich die zwei als, nee, aber dann ist eine Linie zu viel irgendwie. Und die zwei, also es sieht so aus, ob die nicht benutzt werden würden. In dem Bild da rechts. Ich kann auch hier auf meine Aufnahme gucken, da sehe ich es ein bisschen genauer, aber die zwei scheinen nicht benutzt zu werden. Nee. Oh Gott. Wenn ich jetzt hier so. Was, wenn ich jetzt hier so, dann so. Nee, funktioniert auch nicht, wenn ich dann am Ende oben stecken bleib. Oh, Leute, Alter, what the fuck. Aber ich find's geil, dass es das gibt. Ich habe davon schon mal gehört, weil ich mit jemandem darüber geredet habe. Über das Spiel, und er gesagt, ja, hast du die schon gefunden? Ich habe gedacht, ich hätte die schon gefunden, aber das waren Okulare, nicht Astrarien. Wusste ich aber nicht genau. Wenn, ist das so? Das, der Strich regt mich so, wenn ich direkt hier so starte. Ja, aber guck mal. Wenn ich hier runter gehe, dann nach rechts, dann hier, dann die Dinge einfach voll machen. Ja, Moment mal. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, das stimmt jetzt, oder? Nein, irgendwas fehlt. Hä? Das sieht nicht. Ah, doch, ach, die. Ach, die. Oh, die zwei müssen. Oh. Leute. Stimmt, das muss ja hier ein Drache werden, Alter. Ja, Geometrie ist mein Spezialgebiet in Mathe immer gewesen. Da hat es dann damals aufgehört in der siebten Klasse oder so. Wann hatte ich Geometrie? Ja, in der siebten oder so. Da hat es dann damals aufgehört mit Mathe. Alter, oder vielleicht muss ich auch von unten. Das ist halt das Ding. Vielleicht komme ich von oben hier nicht wirklich weiter. Das könnte natürlich auch sein. Dass ich einfach von unten versuche, jetzt gleich nochmal. Aber von hier, weil die zwei müssen verbunden sein. Die müssen auch noch mit mal zu dem gehen. Ich muss den unteren als letztes machen. Weil ich muss vom unteren ja weiter auf jeden Fall. Das heißt, der untere, den muss ich als letztes machen. Wenn ich jetzt so. Ja, dann komme ich zum unteren zu früh. Hä? Ich kann den unteren nicht als letzten machen. Oder? Ja, ja, das ist geil. Ich bin eh kein Ding von Rätseln und so ein Scheiß. Und das ist genau sowas, was ich überhaupt... Auf genau die Scheiße habe ich gar keinen Bock. Nee, nee. Just a prank, Diggers. Eigentlich finde ich es richtig cool, aber ich brauche halt immer ewig für sowas. Deswegen bin ich voll dumm und dann sage ich mir, ja. Bei solchen Sachen bin ich einfach richtig dumm. Ich habe kein räumliches Denken, überhaupt nichts. Was für das Rätsellösen gedacht ist. Dann habe ich den ja schon. Das ist das Problem. Dann komme ich zwar hier rüber und dann stecke ich aber am Ende hier fest. Hier stecke ich dann am Ende fest. Ich glaube, ich muss das von unten machen. Ich glaube, ansonsten gibt es gar keinen Sinn. Ich muss das von unten machen. So, wie ging das jetzt hier unten nochmal? Von welchem Punkt muss ich denn... Oh, das ist schwer zu erkennen. Für mich, ob da zwischen den zwei noch einer ist, erkenne ich gerade gar nicht. Auch nicht auf der Aufnahme geschaut. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Nee, ich erkenne es echt nicht. Ich schätze jetzt einfach mal, dass dazwischen eins ist, zwischen den zwei. Hätten sie auch ein bisschen größer machen können, da rechts unten, ne? Wie mache ich denn das am besten? Also, wenn ich jetzt hier anfange, da. Nee, das ist blöd. Wenn ich oben anfange, von hier nach hier, dann da. Ja, das, oder? Ja, das sieht richtig aus. Das heißt, muss ich das mit dem verbinden? Oder mit da oben würde auch funktionieren. Das muss da nämlich auch hin. Wenn ich es nach da oben schicke, dann nach unten. Ah, zwischen den zwei ist schon... Vielleicht muss... Oh, das kann ich vielleicht später noch nutzen. Dass ich dann hier rüberkomme, genau. Und dann... Das hier, das... Ne, dann stecke ich aber hier wieder fest. Och, Mann! Wenn ich es jetzt so mache, kannst du es gleich vergessen. Dann sitze ich ja wieder am Ende hier fest. Ne? Bringt mir überhaupt nichts, wenn ich hier fest sitze.
Dann muss ich doch auch wieder den oberen als letztes machen, weil ich von daher weiterkommen muss. Ich muss ja immer, oder? Oder bin ich da gerade in einem komplett falschen Film, dass ich den, wo ich dann halt, natürlich, hier muss ich ja weitermachen am Ende. Der ist am Ende der Punkt, wo ich hier nach oben, unten, was auch immer, von hier, wenn ich hier am Ende stehe, kann ich nichts machen. Heißt, der Punkt muss ich ja theoretisch als letzten machen. Beziehungsweise, also er muss an irgendeiner Stelle als letzter erreicht werden. Ich bin jetzt hier, naja. Wenn ich jetzt so. Dann reiche ich den Punkt einmal, dann könnte ich hier runter. Moment. Jetzt so noch. So. So. So und so. Ja, genau. Das sieht falsch aus. Ja, das ist auch falsch. Verdammt, was habe ich denn jetzt für einen Fehler gemacht? Dass ich von da oben noch hier runter muss? Was baue ich denn hier? Aber ich glaube, das wäre richtig, ne? Ja, da ist ein X drüber. Ja, ja, das. Ja, ja, das wäre jetzt richtig. Aber klar, von hier komme ich jetzt nicht weiter. Okay. Jetzt die Frage, ob ich den Punkt hier, die zwei irgendwie auslassen soll, dass ich die zwei am Ende verbinden kann. Machen wir mal. Ja, ich versuche es mal so. Moment. Dann habe ich den lasse ich jetzt mal frei. Den kann ich ja später noch machen. Jetzt die Frage, jetzt gehe ich hier. Okay, kann ich von hier nach da? Die müssen aber auch verbunden sein. Oh. Wenn ich jetzt nach da gehe, dann nach da. Ne, dann komme ich nicht mehr als letztes. Obwohl doch. So, dann den verbinden, dann hier und mit dem dann da. Oh, Moment mal. Wenn ich jetzt so. Nein, nicht den, sondern den. Hier, dann da, dann hoch. Fuck, jetzt habe ich die zwei natürlich nicht verbunden. Ah, Mann! Und unten ist ja auch noch komplett falsch, weil hier noch eins fehlt. Huch. Oh Gott. Yo, das ist geiler Shit. Geiler Shit. Ich muss das hier abschließen. Glaube ich zumindest. Nee, ich muss die zwei verbinden. Schon von Anfang an, also so wie vorhin, damit ich, weil sonst komme ich ja gar nicht mehr hier runter irgendwie. Wie habe ich denn das jetzt gerade vorhin gemacht? So, so, so. Nee, so auf keinen Fall. Nee, dann lande ich unten am Ende. Ich muss ja oben. Ich kann ja auch theoretisch hier anfangen, ne? Das ist ja scheißegal. Ja, Moment, dann mache ich so, so. So, so. Und so. Okay, das untere passt jetzt schon mal. Aber jetzt die Frage, das ist echt, Alter. Wenn ich jetzt hier mache, dann hier, dann. Nee, ich kann die Linie. Ja, auf die Linie wäre so wichtig, wenn ich die noch haben würde. Man könnte jetzt einfach hier runter, zack, 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 bang. Weißt du, wie ich meine? Oder ich fülle das erst komplett aus. Gehe dann hier längs. Nee, ich darf die Linie nicht nochmal ziehen. Verdammte Scheiße. Ich darf diese scheiß verfickte Linie nicht nochmal ziehen. Ist gerade so nervig. So müsste es passen, oder? Nee, dann fehlt der hier. Ach, da oben. Ja, dann fehlt der hier. Ah, wenn ich diese Linie nochmal ziehen dürfte, ne, wäre es viel ein. Ich glaube, ich muss das irgendwie so machen, dass ich die Linie nochmal ziehen darf. Also der Part wird überlänger. Ich mache das jetzt hier noch in dem Scheißpart. Wenn der mir eine 3 Stunden geht. Wird er wahrscheinlich auch, weil ich sowas nicht hinkriege. Ja, das ist echt. Und das, wie gesagt, das Bild rechts unten ist einfach viel zu klein. So, dann bin ich von hier. Ich darf diese Linie nicht nochmal ziehen. Das ist so scheiße. Ich glaube, ich muss die Linie freilassen, sonst funktioniert es überhaupt nicht. Sonst komme ich niemals am Ende. Ich muss ja am Ende auf diesem oberen Punkt sein. Und das schaffe ich nicht, wenn ich die Linie nicht freilasse. Unmöglich. Ja, ich muss die Linie freilassen. Irgendwie muss ich diese Linie freilassen hier. Dass ich die nochmal benutzen kann. Weil egal, welche Möglichkeit ich mir jetzt hier ausmale, es funktioniert nicht. Ja, hier müsste ich wieder die Linie ziehen. Ich darf nicht zweimal die gleiche Linie ziehen. Wenn ich es so mache, ist genau das gleiche Problem. Müsste ich hier wie. Nee, ich muss diese Linie da irgendwie freilassen. Nur wie? Also,
Alles andere hätte ich halt gern vollständig schon mal. Das unten, nur die Linie nicht. Aber das geht, glaube ich, auch nicht. Sonst lande ich am Ende wieder unten. Oder muss man in der Mitte anfangen? Oder keine Ahnung. In der Mitte, soll ich nochmal von oben anfangen? Von unten sehe ich jetzt gerade gar keinen Weg irgendwie. Ich fange nochmal hier an. Den Teil kriege ich ja hin. Das ist ja easy peasy hier. Ich mache... Nee, so. Ich jetzt gerade falsch gemacht, fast. Das ist locker easy hier. So, jetzt ist es mit diesem scheiß Drachen. Alter, ich kann natürlich jetzt gleich den Drachen vervollständigen, aber dann sitze ich hier und komme hier nicht weiter. That's the thing. Nee, von oben kannst du es vergessen. Ich muss ja am Ende... Verdammte Scheiße! Weil ich komme ja von dem hier nicht mehr hier hin oder so. Ich muss von dem hier hin. Das heißt, am Ende lande ich wieder irgendwo, wo ich gar nicht sein will. Ich glaube, Alter, what the fuck? Aber wahrscheinlich denken sich alle Leute schon so, ist doch voll einfach. Ist doch voll einfach. Ich glaube, ich muss einfach von hier dann direkt hier rüber und ist alles, vielleicht muss ich, ja genau, vielleicht muss man so machen, dass man einfach so seitenmäßig abarbeitet, das Ganze. Dass ich zum Beispiel das hier mache, dann von hier direkt irgendwie so und keine Ahnung. Der sozusagen erst die linke Seite voll macht, hier runter, das hier noch. I don't know. Ich versuche jetzt einfach mal, ich lasse mal die rechte Seite sozusagen unberührt. Oder versuche sie zumindest ziemlich unberührt zu lassen. Jetzt mache ich mal das hier fertig. So. Wenn ich jetzt das Ganze mache, dann hänge ich aber hier oben am Ende, dann komme ich zwar hier wieder runter, aber ich komme dann... Ich müsste irgendwie... Wenn ich den Strich müsste ich auslassen einfach, dann käme ich... Aber ich muss ja hier auch noch voll oft darüber. Oh Mann! Moment, wenn ich jetzt so mache... So mache... So, dann hier runter, bin ich hier unten... So, dann verbinde ich die alle... Dann könnte ich von hier wieder runter. Versuchen wir es so mal. Jetzt habe ich gerade wieder vergessen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube so. Hier zu dem unteren Punkt. So, hier zack, zack. Ja, hätte ich jetzt... Oh, Moment mal. Hätte ich jetzt alles gemacht, dann hätte ich es, glaube ich, hingekriegt, oder? Das Ding ist nämlich jetzt, ich muss das jetzt hier alles machen. Sonst komme ich nämlich nicht wieder da runter, weil ich ja diesen Strich hier unbedingt jetzt ziehen muss. Oder ich mache jetzt das hier noch. Dann habe ich alles außer den Strich hier, dann kann ich nachher noch das machen. Moment mal. So, machen wir so. Und jetzt fehlt nur noch der... Fuck, der fehlt auch noch. Ich vergesse immer so eine scheiß Linie dann. Aber das könnte ich theoretisch noch verbinden. Wenn ich hier, wenn ich dann wieder am Ende hier bin, von unten her, hier hochgehe und dann hier das mache. Nee, kann ich nicht, weil ich ja dann das Dreieck verbinden muss. Fuck. Um 3 komme ich nicht mehr nach unten. Also ich versuche es noch ein bisschen. Es kann sein, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich gucke es mir kurz an. Dass ich einfach... Vielleicht mache ich auch grundsätzlich was falsch. Von der grundsätzlichen Idee her. Das könnte ja einfach auch sein. Und deshalb... Soll ich jetzt... Oh nein, war das falsch. Soll ich das Dreieck jetzt einfach mal machen oben? Dann haben wir das schon mal... Komm, wir machen das Dreieck jetzt hier. Und dann machen wir es mal so, wie wir gerade eben... So, weil dann kann ich den Strich nach oben nachher noch ziehen. So, wie habe ich das gemacht? So, so. So, dann haben wir hier, hier. Ne, schon wieder komplett scheiße, oder? Weil wenn ich dann am Ende... Ah, Moment, wenn ich jetzt so...
Hier rüber. Was macht denn der hier? Ist der auch nicht benutzt? Der ist auch nicht benutzt, ne? Doch klar, ne, der ist hier für das Ding. Stimmt, der geht ja nur hier rüber. Scheiße. Wenn ich den jetzt hier rüber ziehe, dann das verbind, dann so, komme ich wieder da, dann könnte ich den... Ich rede jetzt einfach gar nicht mehr, sondern mach jetzt einfach mal. Ich rede hier wild rum, ne, aber mach einfach nichts. Jetzt ist das ja alles fertig, oder? Ja, jetzt habe ich das obere Gebilde komplett fertig. Jetzt kommt der Teil hier. Okay. Und das ist genau der Teil, wo ich ja keine Ahnung habe, also wo ich es von unten überhaupt nicht hingekriegt habe. Okay, jetzt sind wir aber schon mal recht weit, aber ich kann, das Ding ist, ich kann mir das nicht merken, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und deshalb würde ich mir jetzt richtig bedacht vorgehen. So, wenn ich jetzt so mache, so. Hier sind halt so viele, die sind einfach alle verbunden, das kotzt mich so an. Ich muss am Ende bei einem von den unten landen. Da hier habe ich aber zwei Möglichkeiten, wo ich landen kann, das ist schön. Was, wenn ich jetzt so hier verbinde? Nee. Gleich vergessen. Wenn... Nee, kannst du auch gleich vergessen, dann komme ich nicht mehr runter, wenn ich jetzt... Das... Moment mal, warte, war das vielleicht gar nicht so dumm gerade? Vielleicht so... Ja, oder? Dann komme ich unten wieder raus. Ja, Moment mal. Von wegen bedacht, sink's gar nicht richtig durch, sondern mach's einfach. Nee, fuck, jetzt fehlt mir der hier nach oben. Fuck. Fuck. Also einer von den beiden fehlt mir dann nach oben. Ich kann jetzt auch einfach so machen. Wäre der zwar da, aber der fehlt mir dann nach oben. Ich mach trotzdem mal noch weiter. Ich mach's jetzt so. Jetzt fehlt mir der hier nach oben. Vielleicht komme ich aber hier raus und kann den dann nochmal nach oben ziehen. Wer weiß. Jetzt fehlen nur noch die zwei unten. Ja, Moment. Wenn ich das jetzt... So. 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 Oh, wir haben es geschafft. What the fuck? Das ist geil. Ich finde das richtig cool. Was bringen wir das jetzt? Sternbild Belitanus. Die Darstellungen des im Volksmund als die Jungfrau bezeichneten Sternbildes Belitanus ändern sich von einem Zeitalter zum nächsten, da es als schick gilt, eine bedeutende Frau der jeweiligen Epoche zur Verkörperung der Jungfrau zu erklären. Im erhabenen Zeitalter war dies beispielsweise Königin Madrigal, die damit Königin Ascha ablöste. Allerdings wäre wohl keine dieser Frauen sonderliche Freude bei der Tatsache, dass sich Belitanus ursprünglich vermutlich auf Urtemiel, den alten Gott der Schönheit, bezog. Aus einer Abhandlung der Theodosia. Seltsam. Wo führt das hin? Diese Technik, die ihr im letzten Kampf eingesetzt habt, war hervorragend ausgeführt, Bulle. Ich bin beeindruckt. Kannst du nicht länger anbleiben? Es wäre mir eine Freude, euch zu unterrichten. Hättet ihr dasselbe in unserem letzten Übungskampf gemacht, hättet ihr... Okay, also ich fand, boah, das war abgefuckt. Dann wird es wohl sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es dann gerade in dem Moment schaffe. Aber es hat funktioniert. Okay, ich find's geil. Aber das führt irgendwo hin. Jetzt will ich aber erstmal den scheiß Ding haben. Weswegen ich ja eigentlich da bin. Den Hinweis. Auf den Wächter. Alter, das war gerade echt, ne? Alle, die jetzt zusehen, denken sich, Alter, wie dumm bist du eigentlich? Wie lange hast du dafür gebraucht? Aber ja, das war jetzt mein erstes Astarium. Entschuldigung. Was soll denn das sein? Halt, ich will auf die Karte gucken eigentlich. Ich geh jetzt mal hier oben ein bisschen lang. Aber gut, dass ich immer so eins gefunden habe. Ah, das ist echt, boah, das ist eine Challenge hier. Was soll denn das Ding sein, der scheiß Hinweis? Nein, jetzt war ich runter. Oh, und sogar Schaden bekommen. Jetzt bin ich wieder hier. Hier will ich gar nicht sein. Hier ist es nämlich nicht. Oder ist es hier links? Kann ja auch sein, dass hier irgendwo ist.
Klatsch einfach ein bisschen durch und drücke den Knopf. Also wir finden den Hinweis auf jeden Fall noch in der Folge. Weil ich meine, es war zum 90% das Astrarium. Tut mir irgendwo leid, ich wollte es einfach schaffen. Ich hätte mir irgendwann hätte ich es mir angeguckt, tatsächlich. Wenn es jetzt dann noch 2-3 Versuche hätte ich mir wahrscheinlich noch gegeben oder so. Aber das ist jetzt zum Glück. Ah, jetzt hier bin ich in der Nähe. Okay. Das hat ja zum Glück funktioniert dann jetzt. Zum Glück hat es ja dann doch noch funktioniert. Wir sind stolz, bin ich jetzt auf jeden Fall, klar. War ein krasser Move, ey. Hat ja nur 10 Jahre gedauert. So, Quest abgeschlossen. Okay, jetzt können wir die Wächter finden. Genau, Einfluss meinte ich vor allem. Genau, das meint Spezialisierung des Inquisitors abgeschlossen. Okay. Plus 1 Macht. Oh Mann, ich falle immer runter. Ich möchte aber jetzt nochmal zu dem Astrarium, denn das hat ja irgendwo hingezeigt. Irgendwo hat das ja hingezeigt, in irgendeine Richtung. Vielleicht muss ich einfach straight in die Richtung laufen. Und dann finde ich da einen Schatz oder so, keine Ahnung. Also ich weiß, die Folge hat extreme Überlänge, aber ist ja auch egal. Weil ich das heute eigentlich noch rendern muss. Ja, morgen soll der Part ja schon kommen. Warum müsste der Part schon... Sind wir schon wieder Gegner? Pisst euch doch mal, mein Astrarium! Oh, da kam ein Schuss, Alter. Da kam ein Schuss, du krasser Boy. Okay, Moment. Mag ich nicht, wenn du so nah an mich kommst. Schon 400 Schaden, so wie ich das sehen. So, darf ich jetzt bitte wieder in meinem Astrarium? Danke. Ja, irgendwo muss es ja hinführen. Vielleicht führt es auch zu einem nächsten Astrarium. Das könnte ich mir auch vorstellen. Okay, ich kann es nicht gedrückt halten. Es geht in zwei. Bestimmt führt es mich zum nächsten Astrarium. Bestimmt. Ja, ich kann nicht einfach straight die Richtung. Ich denke mal, das führt mich zum nächsten Astrarium. Vielleicht müssen auch einfach alle drei, ich schätze mal, es sind drei, weil es sind zwei Striche hier weggegangen. Vielleicht sind es drei in dem Gebiet gemacht worden sein und dann muss man die drücken und dann bleiben die an. Keine Ahnung, dann enthüllt sich irgendwas. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Wie gesagt, 12 Minuten Überlänge läuft bei mir. Ich hoffe, euch dieser Part gefallen. Wir werden am nächsten Part, wir müssen halt weiter nehmen, Mission machen, um Macht zu kriegen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich einfach mal sagen, peace up und haut rein.